Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal mit den besten Menschen des Universums. Freunde, ich bin heute zurückgekommen aus London. Alles andere war jetzt vorher vorproduziert und wir geben uns jetzt noch in der Nacht die neuen Tracks, die alle rausgekommen sind. Wahrscheinlich werde ich sie nicht direkt jetzt hochladen, weil ich erstmal gleich eine dicke Tüte Schlafen mir nehmen werde. Aber jetzt halt Freitag, Samstag, Sonntag werden die ganzen Songs online kommen. Kommentiert hier gerne nochmal drunter, was ich abchecken soll, was rausgekommen ist, was wichtig ist. Und dann würde ich sagen, hören wir jetzt erstmal rein bei dem Release, der mich als erstes auch mit am meisten angesprochen hat in meiner Abo-Box. Elif Beifahrersitz. Ich freue mich sehr drauf. Das Ganze hat schon eine Hörprobe gehabt, wo ich ganz kurz noch reingehört habe in der Story, aber ich versuche meistens, wenn ich eine Hörprobe in der Story sehe, weiter zu skippen. Deswegen habe ich den gar nicht mehr so wirklich im Kopf, den Track. Und das Ganze ist produziert von, oh mein Gott, Digga, von Kyrie Frio und Young Mash. Krass, ich bin sehr gespannt. Und das Video ist von Xancam, sagt mir nichts, der Videoproduzent. Ich freue mich aber sehr drauf, wir hören rein. Oh, wir müssen noch einmal hier changen. Und los geht's. Ihr wisst, ich bin ein großer Elif-Fan. Ich mag Elif sehr gerne. Ich hielt deine Hand auf dem Beifahrersitz. Ja. Merke immer noch, dass du ein Teil von mir bist. Die Lunge voller Rauch, Fenster auf, besser ich lass dich gehen. Boah, ey Junge, ich freue mich auch so auf dieses Album, weil es ist halt auf jeden Fall ein anderer Sound als Nacht, das ist ganz klar. Aber es ist nichts ganz Neues, also nichts, wo ich denke, oh, das ist nicht mehr Elif. Aber es ist auf jeden Fall ein fresher Sound irgendwie. Gerade auch mit dem, sie hat sich gute Beat-Producer fürs Album rangeholt, auf jeden Fall, muss man sagen. Ich liebe diese High Notes, Mann. Junge, was ist das für eine Jacke, Digga? Ich sag's, sie ist auch wieder hier auf der Fashion Week eingekauft. Kurz einmal gesagt, komm, pack ein. Nimm mit, brauchen wir fürs Musikvideo. Ich hielt deine Hand auf dem Beifahrersitz. Immer unterwegs, wenn die Stadt schläft. Oh, ist das Saskia Krause? Ich weiß es nicht. Saskia Krause macht sonst immer das Make-up und Hair für sie. Unterwegs, wenn die Stadt schläft. Ich slame da. Beb, du fehlst mir, sag was da da. Das ist das hört sich ein bisschen an, so diese Melodie von Lippenstift. Ja, Lippenstift ist der Song. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, aber Lippenstift ist es. So ein bisschen im Beat. Ich weiß nicht, ob da irgendwie dieselben Melodien genommen worden sind, aber es hört sich ein bisschen nach Lippenstift an vom Nachtalbum. Das habe ich die ganze Zeit im Kopf gehabt, Mann. Stadt schläft. Oh, dieses Image, Digga, haben wir doch irgendwo schon mal gesehen. Das erinnert mich auch so krass an irgendwas aus der Nacht-Promo-Phase. Also hier wird auf jeden Fall mit unseren Gefühlen gespielt ein bisschen aus dem Album Nacht, ja. Wir haben hier und da auf jeden Fall einige kleine Details, die daran erinnern. Auch diese schwarz-weiß Polaroid-Sachen hier mag ich sehr gerne. Durch die Nacht drehen. Wurf durch deine Gegend in der Hoffnung, ich seh dich. Damals hast du es geteilt mit dir vom McDrive. Wir haben gedacht, das halt ewig wie die Nächte am Späti. Es ist auf jeden Fall ein anderer Style, Mann. Es wird öfter so, Passagen werden durchgeflowt irgendwie, wo früher vielleicht ein bisschen mehr Gesang noch mehr drin war. Aber es ist jetzt auch eine andere Art von Gesang, die wir jetzt hier drin haben. Also, I don't know, man. Ich bin richtig gespannt auf das Album. Es ist so richtig fresher Sound, Mann. Viel zu süß ohne dich. Boah. Im Radio läuft wieder unser Lied. Fühlt sich für drei Minuten an, als wenn's uns geht. Viel öfter haben wir auf jeden Fall diese High Notes am Start. Greife kurz nach links, doch fühle diesmal nichts. Boah. Ich hielt deine Hand auf dem Beifahrersitz. Ist auf jeden Fall irgendwas, von Lippenstift sage ich, ist auf jeden Fall irgendwas reingepackt worden, Digga. Wunderschöne Melodie aber, finde ich. Deine Hand auf dem Beifahrersitz. Ey, komm, wie glücklich sie auch ist, Mann. Ich finde auch das Musikvideo cool, einfach so Behind-the-Scenes-Aufnahmen quasi hauptsächlich gejust. Allgemein nice, wenn sie so zu ihren eigenen Songs groovt. Beifahrersitz ist auch so ein geiler Songname, Mann. Beifahrersitz. Das viel zu weit entfernt, wird gern umdrehen. Der Wagen noch
noch derselbe, aber du fehlst. Dreh noch eine Runde, dann tut's nicht mehr weh. Siehst du auch den Funkturm, den ich gerade seh. Ich liebe auch diese Storytelling-Songs einfach. So, wisst ihr, so, wo ein Song ein geschlossenes Topic hat, wo man so mitfühlen kann. Irgendwie. Schau die Sterne funkeln, lass den Wagen stehen. Unsere Namen wird besser in Bäumen in tausend Alleen. Und im Radio läuft wieder unser Lied. Fühlt sich für drei Minuten an, als wenn's uns gibt. Nächstes Mal könnt ihr mich auch gerne ordern einfach. Ich kann einfach hier auch die High Notes reinsingen. Ich komme sehr hoch mit meiner Stimme. Glaubt man nicht. Aber ich habe hier einige Passagen im Song auch Ele vorgesungen als Vocal Coach, damit sie ungefähr weiß, wie hoch sie kommen muss. Hat sie nicht so hoch geschafft wie ich, logischerweise. Greife kurz nach links, doch fühle wieder nichts. Ich hielt deine Hand auf dem Beifahrersitz. Junge, so schön eigentlich. Erinnert auch so ein bisschen dieser Sound. Boah, ich weiß gar nicht. Ich habe auch so ein bisschen Kesha, Miley Cyrus. Irgendwie diese Selena Gomez-Vibe so aus den, ja, 2010er Jahren irgendwie. Richtig, richtig schöner, entspannter Sommersong. Merke immer noch, dass du ein Teil von mir bist. Junge, ich lieb's, wie sie groovt. Die Lunge vorne rauf, Fenster auf, besser ich lass dich gehen. Egal wo ich war, jeder Teil dieser Stadt tut noch weh. Ich hielt deine Das ist ein grooviger Sommersong, Mann. Sowas weiß ich nicht. Ich habe direkt 30 Grad im Gesicht gefühlt. Habe ich actually auch literally, weil meine Softboxen sehr warm sind. Ey, so ein schönes Ding, Mann. So ein schöner Song. Ey, geil. Cooles Video auch. Ja, ich wusste, sie kommt nochmal wieder. Ich wusste es. Ich wollte diesmal nicht zu früh pausieren. Hi. Ey, mega cool, Mann. Also erstmal super sympathisches Video. Digga, ich schwitze echt ein bisschen. Ich muss echt mal irgendwas machen. Und Junge, was ist er eigentlich? Den habe ich mitgebracht aus London. Digga, was ist er eigentlich? Egal. Ey, wunderschönes Musikvideo. Viele Behind-the-Scenes-Aufnahmen quasi, wo sie einfach nur gelacht, getanzt, rumgegroovt hat. Lieben wir. Mega cooler Song. Was Entspanntes, was Lockeres, Luftiges. Sommer-Vibes irgendwie. Und ja... Keine Ahnung, ich fand diese Nacht-Hints sehr cool. Ich bin mal gespannt, ob da wirklich Elemente aus Lippenstift mit drin waren oder die irgendwelche Harmonien oder whatever, die in Lippenstift benutzt wurden, ob die auch hier drin sind. Würde mich interessieren. Werde ich nochmal in die Recherche gehen, ja? Ey, aber cooler Song. Ich freue mich sehr, sehr doll aufs Album und bin sehr gespannt, was da noch so kommt. Bis dahin checken wir auf jeden Fall noch alle anderen Songs ab, die zum Album rauskommen, logischerweise. Das ganze Album an sich werden wir logischerweise auch abchecken. Und ich bin mir 1.000.000% sicher, dass wir dazu endlich ein Gewinnspiel richtig hinbekommen. Bedeutet, ich werde Elif anhauen und wir werden irgendwie ein Gewinnspiel zustande bekommen, wo ihr irgendwas gewinnen könnt. Ist mir egal was. Da werde ich die Hand aufhalten und da könnt ihr auf jeden Fall irgendwas Schönes gewinnen. Also haltet die Augen auf, ich werde das irgendwie noch abklären die nächsten Tage und dann kriegt ihr auf jeden Fall irgendwas Schönes. Ja, habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh so wie immer. Bleibt fresh so wie immer, den Voice Crack vergessen wir und mein Auge tränt ein bisschen. Ich weine nicht, es ist einfach irgendwie... Meine Kontaktlinse wollte ein bisschen flüchten. Gut, habt einen schönen Tag. Ey, verzeiht mir mein Aussehen. Ich bin echt noch ein bisschen von der Reise. Bleibt fresh und gut aussehen wie immer und ciao.